Okay. Was ist denn da los? Ich glaube, die Flöte ist kaputt. Was haben Flöte bzw. Musik und Farbe gemeinsam? Genau, sie beide geben im jeweiligen Medium den Ton an. Wie auch in der Musik nicht alle Noten miteinander einen Gleichklang erzeugen, gibt es auch Farbkombinationen, die wortwörtlich den falschen Ton treffen. Um diese schiefen Töne zu vermeiden, nutzt man in der Musik Akkorde. Wird eine Farbkombination als angenehm harmonisch empfunden, spricht man von einem Farbakkord. Ich zeige dir in diesem Video anhand konkreter Beispiele, wie du für deine Bilder den richtigen Ton treffen kannst. Und dabei gehe ich von der gewünschten Bildwirkung aus. Wir schauen also anhand konkreter Beispiele, was alles und warum möglich ist. Aber was ist und was bedeutet Farbe für uns eigentlich und grundsätzlich? Farbe ist eine faszinierende Dimension der visuellen Wahrnehmung, die unser tägliches Leben auf vielfältige Weise beeinflusst. Von den lebendigen Farben der Natur bis hin zu Ausdrucksformen in Kunst, Kultur und Kommunikation ist Farbe ein wesentlicher Bestandteil unseres Erlebens. Darüber hinaus ist Farbe auch als ein kulturelles und ästhetisches Phänomen, das in verschiedenen Gesellschaften und Zeiten unterschiedlich interpretiert wurde und wird. Im Alltag orientieren wir uns mit und durch Farben. Tief verwurzelt ist dabei die psychologische Wirkung bestimmter Farben und ihre Symbolik ist von archetypischer Kraft. Beides begründet sich in elementaren Erfahrungen von Wärme und Kälte, von Leben und Tod sowie von Kostbarem und Wertlosem. Dennoch bleibt das Empfinden von Farben und Farbkombinationen immer subjektiv und individuell und ist auch dem sich stetig variierenden Zeitgeschmack unterworfen. Apropos Zeitgeschmack, ihr habt vor circa 3 Wochen entschieden, zu diesem Video der allgemeinen Bildkomposition habe ich eine Umfrage gestartet, welchen Bereich ich euch vertiefter vorstellen könnte. Und mit klaren 61% der Stimmen hat die Bildgestaltung gewonnen. Nun, so sei es. Als ich den Text für dieses Video schrieb, wollte ich alle mir wichtigen Bereiche zur Bildgestaltung in einem Video zusammenfassen. Natürlich mit Fallbeispielen der größtmöglichen Klarheit wegen. Und als ich so schrieb, merkte ich, ui, das wird ja aber ganz, ganz, ganz viel sein. Darum habe ich beschlossen, die Bereiche separat auf einzelne Videos zu verteilen und sie später in einer Playlist zusammenzufassen. Darum starten wir heute mit einem, aber dafür großem Thema, nämlich der Farbe. Zur Farbe gibt es unzählige Videos, Bücher und sonstige Tipps. Als Illustrator und Grafiker habe ich einen etwas anderen Zugang zu Farben und deren Anwendung. Diese ist meist immer sehr kontextbezogen und zielgerichtet eingesetzt. Sie soll zum Beispiel Inhalte vermitteln oder eine spezielle Ästhetik verstärken, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Auch hat ein erheblicher Teil der Bevölkerung ein eingeschränktes Farbsehen, weswegen Farben nicht das einzige Mittel von Informationsvermittlung sind. In der freien Kunst, in der freien Arbeit jedoch gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur passend oder unpassend, je nach dem Kontext deines Bildes. Farbe vermittelt vor allem Stimmung, weil Farbe schlussendlich Licht ist. Dazu zähle ich auch Weiß und Schwarz. Diese sind technisch gesehen keine Farben, wirken aber auf die Stimmung im Bild. Darum behandle ich sie wie Farben. Aber bevor ich beginne, stelle ich euch den heutigen Sponsor dieses Videos vor. Und das ist wieder Pechschwarzer Kaffee. Genau wie meine Seele. Wir bedanken uns. Apropos Kaffee, wenn du mich in meiner Arbeit auf diesem Kanal unterstützen möchtest, kannst du mich auf Buy Me a Coffee mit einer kleinen Spende unterstützen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank dafür. Fangen wir mit den Grundfarben an, denn sie bilden die Basis von allem. Gelb, Blau und Rot bzw. Magenta bezeichnen wir als Grundfarben, als Primärfarben. Wir empfinden sie als reine Töne, die sehr klar voneinander getrennt sind. Gelb ist die hellste Grundfarbe, dem Licht sehr nahe. Schon kleine Beigaben von anderen Farben verändern und verunreinigen das Gelb. Einen starken Kontrast zum leuchtenden Gelb bildet das ruhige, tiefe Blau mit einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Tönen. Rot wird als sehr intensive, als emotionale Farbe mit vielfältigen, auch gegensätzlichen Bedeutungen wahrgenommen.
Eine Farbe, die uns warm empfängt und auch kraftvoll entgegentritt. Grün würde ich als vierte Grundfarbe hier dazu nehmen, weil sie in der Natur eine zentrale Rolle einnimmt und in ihrer Wirkung eine große Eigenständigkeit besitzt. Die genaue Bestimmung der Grundfarben ist ein schwieriges Unterfangen. Welche exakten Farbtöne sind gemeint, wenn wir von Gelb, Blau, Rot oder Grün sprechen? Es kann hier also zu leichten Variationen kommen. Die absoluten Grundfarben, wie sie in Druckereien im Vierfarbendruck verwendet werden, sind anders, als wie wir sie gefühlt wahrnehmen. Um ein gutes Gespür für Farben zu entwickeln, ist für Übungszwecke eine Reduktion auf die Grundfarben empfehlenswert. Mit Gouache-Farben lassen sich gut abgestufte Farbtöne erarbeiten, die zudem immer wieder abgelöst oder angelöst und verändert werden können. Okay, die Grundfarben bilden den Ausgangspunkt unseres Farbempfindens. Vermischen wir sie auch, entstehen neue Farbtöne, die Sekundärfarben. Mischt man diese Sekundärfarben mit den Grundfarben miteinander und untereinander, entstehen die Tertiärfarben. Und jetzt wird es ganz wichtig, denn Farbkreis kann man auf zwei Arten lesen bzw. gebrauchen. Die eine ist die Farbtemperatur. Du kannst den Kreis in der Mitte halbieren. Auf der einen Seite sind die wärmeren Farben, auf der anderen die kühleren oder kalten Farben. Die andere Art ist die Farbintensität. Diese betrifft den ganzen Kreis, also alle Farben. Die Farbtöne variieren hier in der Helligkeit bzw. Schattierung und in der Sättigung. Nun, trotz allem theoretischen Wissen über Farben und ihre gegenseitige Wirkung braucht es Übung, um stimmige und zugleich interessante Farbkombinationen zu finden. Malst du gerne im naturalistischen Stil, gibt dir die Natur oder das Gesehene die Farbigkeit mehr oder weniger vor. Arbeitest du hingegen bevorzugt abstrahierend oder stark verfremdend, so ist es wichtig, die grafische Wirkung durch eine passende Farbwahl zu unterstützen. Auch wenn uns abstrakte Werke als weitaus einfacher erscheinen, liegt doch in diesen Bildern, wenn sie gut gearbeitet sind, das viel größere Potenzial an Fantasie und fundiertem Wissen über die Farbwirkung. Darum nehmen wir uns jetzt diese Bereiche vor und schauen, wie sie in einem Bild konkret wirken. Nochmals zusammengefasst sind diese drei Bereiche der Farbton, warme und kalte Farben, die Schattierung, Hell-Dunkel-Variationen und drittens die Farbsättigung. An diesem Beispiel, das ich erstellt habe, nehmen wir zuerst eine warme Farbe und tauchen dann das ganze Bild in diese komplett ein, um zu schauen, wie das gesamthaft wirkt, zum Beispiel dieses warme Orange. Dann wenden wir die Hell-Dunkel-Variation an und hellen die Farbe auf. Anschließend verstärken wir die Sättigung, um die Farbe kräftiger erscheinen zu lassen. Wie du das analog mit Gouache, Acryl oder Ölfarben hinbekommst, das erläutere ich dir am Schluss dieses Videos. Das gleiche machen wir mit einer kalten Farbe, hier mit einem klassischen Blau. Und schon wird die Bildstimmung eine ganz andere. Anschließend verdunkeln wir die Farbe diesmal und nehmen als dritten Schritt dieses Mal die Farbsättigung runter. Wir sehen, die Stimmung im Bild ist kühler, vielleicht ein bisschen leicht unheimlich. Wenn wir jetzt die beiden Bilder gegenüberstellen und vergleichen, sehen wir schon, welche Richtung uns entspricht oder unserer Vorstellung entgegenkommt und können von dort aus weiterarbeiten. Denn oft haben farbige Bilder eine oder maximal zwei Basisfarben, die für die Grundstimmung im Bild stehen. Auch wenn das Bild konkret ganz viele Farben in sich hat, nehmen wir zuerst die Stimmung gesamthaft wahr, bevor wir dann die Details erkennen. Okay, du hast eine bestimmte Grundstimmung im Kopf und möchtest eine bestimmte Wirkung erzielen. Und jetzt geht es um die Frage, wie kommst du dahin? Unser Ziel ist immer die Farbharmonie. Wieso Harmonie? Ein farbiges Bild ist ohne Farbakkord, also ohne Harmonie, ziemlich wertlos, weil das Bild dann vieles durcheinander bringt, also falsche Töne spielt und somit sein Interesse und seine Magie sehr schnell verspielt. Wobei Harmonie und hier nicht bedeutet, dass die Farbwirkung nur süßlich oder liebreizend sein muss. Sie kann auch aggressiv, düster, mystisch, bunt, flimmernd und so weiter sein. Harmonisch sind die Farben darum immer, wenn die Farbwirkung in sich stimmig ist und die Botschaft klar unterstützt. Die Farbwirkung teile ich in drei Kategorien auf. Natürlich sind diese drei Kategorien in einem Bild auch kombinierbar. Aber auch hier gilt, ein Bild ist immer stärker, wenn es eine klare Bildaussage hat. Das ist erstens die Farbharmonie der Gleichmäßigkeit, zweitens die Farbharmonie mit Signalwirkung und drittens die Farbharmonie mit Räumlichkeit. Kleiner Tipp für später, wenn du an einem Bild bist, hänge dir den Farbkreis inklusive Hell-Dunkel-Abstufungen sichtbar auf, damit du wie bei einem Kompass immer eine visuelle Orientierung hast. Das habe ich auch und es hilft ungemein. Fangen wir mit den klassischen Farbkombinationen an, denn diese haben sich über Jahrzehnte als harmonisch bewährt. Die analoge Farbkombination. Eine klassisch harmonische Bildwirkung erreichst du durch den Einsatz von Farben, die auf dem Farbrad nebeneinander liegen.
Das sind die analogen Farben. Umgangssprachlicher Begriff wäre dann Ton in Ton. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Farben warm, kalt, hell, dunkel, gesättigt und so weiter sind. Es ist also egal, von wo man die Analogie auf dem Farbkreis definiert. Wichtig ist hier, dass die Farben nebeneinander liegen. Dies ergibt mit Sicherheit ein immer stimmiges Bild im Gesamteindruck, weil hier alle Farben zusammenpassen. Weil die Farben sich in der Regel stark ähneln, sollte man eine der drei Farben als Akzentfarbe nutzen. Die übrigen beiden Farben werden durch Mischung ausbalanciert und arbeiten dann gemeinsam als dominante Farben. So bekommst du eine kleine Dynamik in diesen Gleichklang rein. Diesen Ton-in-Ton-Effekt kannst du also einsetzen, um viel Ruhe oder auch Beklemmtheit in ein Bild zu bringen, weil wir hier keine andere Farbe haben, welche speziell heraussticht und somit der Blick auch keinen farblichen klaren Anhaltspunkt findet, wo er sich daran festhalten könnte. Die restlos konsequente Steigerung des Ton in Ton führt zur monochromatischen Malerei, zur völligen Einfarbigkeit der Bildfläche, einer radikalen Befragung dessen, was ein Bild seinem Wesen nach sei, eine Art farbiger Schwarz-Weiß-Umsetzung, eine sehr bewusste und offensichtliche Reduzierung, die sich zurücknimmt und den Inhalt des Bildes somit verstärkt. Ferner haben wir die triadische und quadratische Farbkombination. Die triadische Farbkombination ergibt Farben, die an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks liegen, wobei hier das Dreieck immer von der Mitte des Farbkreises ausgeht. Hier hast du immer zwei warme Farben und eine kühle oder umgekehrt, zwei kühle und eine warme Farbe zusammen. Dieses Kontrastprogramm vermittelt wegen des einen Kontrastes einen ausgewogenen und neutralen Farbeindruck, weil alle drei Farbtöne gleich stark sind und sich so in der Spannung gegenseitig aufheben bzw. sich ausbalancieren. Aber auch hier musst du für eine gute Balance in der Farbplatzierung und Größe sorgen, damit es nicht allzu wild wirkt. Es sei denn, das ist beabsichtigt. Du kannst diesen Effekt steigern und ergänzen, indem du statt des Dreiecks ein Quadrat verwendest und somit die eine Farbe mehr zur Verfügung hast. Auch bei dieser quadratischen Farbkombination balancieren sich alle vier Farben mehr oder weniger aus. Die triadische und quadratische Farbkombination ist eine erweiterte Version des Farb-an-sich-Kontrastes. Wenn du hier für dein Bild zum Beispiel nur reine Farben verwendest, wirkt das Bild dynamisch und sehr frisch und trotzdem nicht nervös oder unausgeglichen. Trotzdem musst du hier ein bisschen mehr aufpassen, weil das Viererspiel etwas komplizierter ist als das triadische. Umso wichtiger ist es, mit Farbton, Schattierung und Sättigung einer Farbe die Dominanz zuzuordnen und mit den übrigen Tönen lediglich Akzente zu setzen. Bleiben wir bei den harmonischen Kontrasten und gehen zum wahrscheinlich bekanntesten, dem komplementären Kontrast. Dieser ergibt sich aus dem unvermischten Zusammenwirken zweier Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Kontrastpaare verstärken sich in ihrer Leuchtkraft und, richtig eingesetzt, balancieren sich aus. Starke Farbkontraste müssen nicht exakt komplementär sein. Der Kontrast aus Rot und Blau etwa ist in seiner Wirkung und Bedeutung elementar und mindestens so stark wie der klassische Rot-Grün-Kontrast. Schon in der gotischen Malerei spielt der Rot-Blau-Kontrast eine wichtige Rolle, weil sich in ihm das Zusammenspiel von Aktiv und Passiv, von Fleisch und Geist, von Diesseitigkeit und Spiritualität ausdrückte. Den Komplementärkontrast kannst du zum Beispiel mit dem Quantitätskontrast in ein Bild mit Signalwirkung lenken. Ein Farbton nimmt viel bis sehr viel Raum ein, während der andere sich entsprechend zurücknimmt. Soll in einem Bild mit wenigen Elementen nur eine Sache deutlich hervorgehoben werden, ist dieses Schema die beste Lösung. Eine klassische Signalwirkung ist die rote Farbe in Schwarz-Weiß-Bildern oder Duplex-Bildern oder Fotografien. Sie muss nicht eine große Fläche belegen, durch den Farbkontrast kann sie sich gegenüber der großen Basis behaupten, als Akzentfarbe. Zusätzlich haben wir hier das teilkomplementäre Farbschema. Als teilkomplementär beschreibt man eine Mischung aus analogem und komplementären Farbschema. Das analoge Farbschema bildet die Basis, welcher eine komplementäre Farbe gegenübergestellt wird. Ein Schema, welches einfach zu handhaben ist und schnell zu einem beeindruckenden Ergebnis führt. Die komplementäre Farbe kann hier also auch als Signalfarbe oder auf ein besonderes Objekt im Bild eingesetzt werden. Hier haben wir also auch ein mögliches Bild mit Signalwirkung. Der letzte Punkt ist der Raum im Bild oder auch die farbliche Dreidimensionalität. Wie bekommt man Raum durch Farbe? Treffen zwei oder mehrere Farben aufeinander, entsteht bereits der Eindruck von Räumlichkeit. Es sind die hell-dunkel- und warm-kalt-Kontraste sowie die Farbintensität, also die Sättigung, die die Farben auch räumlich wirken lassen.
Warme Töne erscheinen näher, kalte hingegen weiter entfernt. Dunkle Farben treten in den Hintergrund und leuchtende Farben drängen nach vorne. Beim Malen einer Landschaft kann man sich diese optischen Effekte zunutze machen, um die Tiefenwirkung zu steigern. Sukzessive werden die Farbtöne nach hinten hin kühler, man spricht vom Verblauen. Im Zusammenwirken mit anderen raumbildenden Mitteln, wie zum Beispiel Überschneidungen, übereinander gelegten Pinselstrichen, einem lasierenden Farbauftrag oder Größenunterschieden verstärkt sich der räumliche Eindruck. Verhält sich die Raumwirkung der Farbe gegensätzlich zu den anderen räumlichen Aspekten im Bild, kann das zunächst verwirren. Dinge, die weiter hinten liegen müssten, springen optisch nach vorne. Manche Kunstschaffende arbeiten bewusst mit solchen Widersprüchlichkeiten im Bild, um die Farbe in ihrer Eigenständigkeit zu stärken und sie so von ihrer rein abbildenden Funktion zu befreien. Aber in diesem Fall ist die Farbe auch der Bildinhalt bzw. die Bildaussage und dient nicht nur der Verdeutlichung dieser. Final kann man sagen, Balance ist alles und die Farbe folgt der Funktion bzw. der Bildaussage, auch wenn sie selber die Aussage ist. Zusammengefasst kannst du Folgendes auf einen Spickzettel schreiben. 2, 3, 4 Farben bilden die Basis deines Bildes. So wie bei einem Instrument nur eine gute Technik zu einem angenehmen Klang führt, muss diese Basis später noch gut ausbalanciert werden, um als Farbakkord ein Bild beleben zu können, es interessant wirken zu lassen. Die folgenden 5 einfachen Regeln helfen dir dabei, eine Farbauswahl in einen Farbakkord zu verwandeln. Erstens, es dominiert stets nur eine Farbe oder ein analoges Set an Farben. Benutze darum immer den Farbkreis. Zweitens, die übrigen Farben sowie neutrale Farben, also Schwarz, Weiß, Grau, Gold, Silber, werden für Akzente genutzt. Drittens, um die Warm-Kalt-Farben untereinander auszubalancieren, schattierst du sie mit Schwarz. Oder du änderst die Tönung mit dem Beimischen von Weiß. Oder du änderst die Sättigung durch das Beimischen mit Grau. Viertens, kräftige Farben stehen blassen Farben gegenüber. Diese Dualität macht ein Bild immer spannend. Fünftens, sollen Figuren oder bestimmte Objekte in deinem Bild besonders hervorstechen, muss zunächst dafür eine Farbpalette oder die dominante Basisfarbe bestimmt werden. Erst danach wird über die Farben der Umgebung entschieden. So, das war's fürs Erste mit der Farbe. Weitere Videos zu Gestaltungsprinzipien im Bild werden folgen. Ich hoffe, du konntest davon profitieren. Ich danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut. Auf bald.